Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Und nachdem mir, oh, wir haben zwei Tagesaufgaben erfüllt, okay. War da nicht gerade eine 2? Wieso war das noch eine 1? Na, ist egal. Was wollte ich sagen? Ach ja, da seht ihr es nämlich direkt. Und zwar, nachdem, ja, uns, wie heißt er, Alessandrini gezeigt hat, wie krass spielentscheidend doch ein Auswechselspieler sein kann, habe ich mir Elio Nussi gekauft. Da ist so ein ähnlich vom Typ her, 82er RM, 87 Tempo, 86 Dribbling, 80 Schuss, 84 Pass und 72 Physis, schwacher Fuß, 4 Sterne. Ja, hat super geile Werte, Antritt 90, Sprintgeschwindigkeit nur 83, aber ich denke, als Einwechselspieler reicht es trotzdem aus. Und ich werde ihm als Chemistry-Style Maestro geben, damit Dribbling, Schuss und Pass geboostet wird. Stellung, Spiel, Abschluss ist alles relativ durchschnittlich, genau wie Fernschüsse, der Schusskraft ist schon ziemlich gut, aber wie gesagt, das wird alles noch geboostet. Deine Passwerte sind natürlich überragend, mit kurzer Pass 90, langer Pass 82, Beweglichkeit 93, Balance 90, Ballkontrolle 84, Dribbling 87, Sprungkraft 91, also nicht sehr groß, mit 1,78, wobei geht eigentlich noch. Ausdauer 90, also ja, ich bin sehr gespannt auf ihn. Er hat auch fast nichts gekostet. 15.500 mit 77 Verträgen, was geht ab? Und jetzt holen wir uns mal dieses Bronze-Verträge-Set. Oh, da ist bestimmt nur geiler Scheiß drin. Geiler Scheiß, geil. Vier Bronze-Verträge. Wir haben schon so viele Bronze-Verträge. So hatten wir nicht irgendwie. Er war doch gerade eine 2 auf jeden Fall. Da stand doch gerade eine 2. Na, ist egal. Wir spielen jetzt. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, dass es jetzt keine Niederlage gibt und mein Bock direkt wieder gemindert wird. Sondern es geil bleibt. Moment, wir packen direkt. Ja, Quadrado hat einfach nicht so richtig funktioniert. Mich hat auch gestört, dass er. Ich will mal gucken, was der Wert ist momentan. Mich hat auch gestört, dass er, na sag's mal, auf dem schwachen Fuß nur 3 Sterne hat. Wir haben ihn für wie viel gekauft? 48, okay. 58, 55. Also wir machen noch keine 10.000 Coins gewinnen, aber wir würden leicht gewinnen machen. Das ist schon mal schön. Und es gibt nicht viele auf dem Transfermarkt. Das heißt, wenn er jetzt nicht irgendwie eine Info bekommt, dann sollte er eigentlich steigen. Spätestens, wenn er den nächsten Boost bekommt. Und das passiert, glaube ich, immer, wenn Vollmond ist. An dem Wochenende. So, oder kann ja auch unter der Woche sein, Vollmond. Jetzt packen wir ihn aber erstmal auf die Spiele austauschen. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Wie viele nicht braucht oder wie viele Informs, die ich verkaufen kann? So, Kramaric. Ich denke, Origi wird wahrscheinlich bleiben. Also wird es. Wird es wahrscheinlich so sein, dass wir Kramaric irgendwann verkaufen können. Kramaric, Radegi, Brand kann man verkaufen. Zuber kann man verkaufen und Pulisic wahrscheinlich. Ich will noch ungefähr mal wissen, wie viel Kohle ich da auf der Bank habe. Also habe ich mindestens 100.000 Coins auf der Bank. Das ist doch schon mal gut. Oh, ich habe wieder vergessen, meinen Timer anzumachen. Moment. Sonst traf ich dann wieder nach einem Spiel nicht oder nach zwei, wie viele Spiele ich schon gemacht habe. Das ist mal dumm. So, Bundesliga. Ja, wir kommen natürlich auch auf die Bank, unseren Kollege. Elionussi. Lustig wäre es, wenn Elionussi oder Alessandrini, wenn die eine Second Info bekommen, weil ja, dann wird im Endeffekt der Wechselspieler geboostet, das wäre nicht schlecht. Aber ja, mal schauen. Ich meine, die sind halt logischerweise, auch wenn sie die Second Info bekommen, preiswert. Nicht mehr ganz so preiswert wie die Inform, aber okay. Gut, jetzt konzentrieren wir uns aber aufs Spiel. Schniedel, Schnadel, Schnu, rein, Clou, bla, blibu. Oh, das ist ein Scheiß-Team. Warum? Weil das Team ist gar nicht mal so gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass dann der Gegner umso besser spielt. Also es ist ein ziemlich durchschnittliches Team. Natürlich wieder mit schnellen Stürmern, wieder mit 3 Stürmern. Das ist immer ein bisschen hässlich. Aber egal, konzentrieren wir uns. Und mir krabbelt mein linkes Ohr im Moment. So. Fertig. Gekratzt und jetzt krabbelt mein rechtes Ohr. Verdammt!
Okay. Jetzt geht's los. Origi hat lange nichts mehr gezeigt. Schauen wir mal. Ah, und Ribéry, stimmt. Wie ich Bock auf Ribéry habe, ey. Ah, war abseits, schade. War ein bisschen optimistisch, der Pass, gebe ich zu. Schön gemacht, Bitschmelzer. Ganz in Ruhe. Gegner macht es leider gut, also es ist gerade sehr schwer durchzukommen, wenn ich ehrlich bin. Schade. Ich mache Ballannahme von Arangis. Endlich klappt's mal. Na, leider gut. Naja. Eigentlich traurig, dass da noch eine Ecke bei rauskommt. Das macht er gut. Und ziemlich frei zum Kopfball, leider. Vielleicht wieder ein Spiel, wo wir aus 4-1-2-1 verwechseln müssen. Schade, dauert zu lang der Pass. Kommt beide momentan nicht wirklich vor. Gab es schon einen Abschluss? Ach ja, von ihm. Aber halt auch eher ein schwacher Abschluss. Schade. Was? Okay. Schön gemacht mit Ribéry. Bänder auf Außen, na toll. Immerhin mal ein Abschluss. Hätte ich einen richtigen Spieler bekommen, hätte ich das Kopfballduell gewonnen. Schade. Ja, es war kein Foul.
Oh, krass, dass das kein Foul war. Ich weiß nicht, ob es ein war, aber es sah ganz verdächtig nach Elfmeter aus, wenn ich ehrlich bin. War gut durchgespielt. Warum steht denn der jetzt da? War doch gerade eben noch komplett frei. Ich habe Angst, dass wenn ich aufs 4-1-2-1-2 umschalte, dass ich dann defensiv zu beschissen stehe, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich ein bisschen Angst. Ich werde wahrscheinlich eine Halbzeit trotzdem umstellen. Und wenn ich halt merke, 4-1-2-1-2 klappt nicht, dann gehe ich halt wieder zurück. Hat er wieder krass gemacht mit seinen Tricks da. Waren richtig gut. Okay, ich schalte mal um aufs 4-1-2-1-2 und hoffe, dass es nicht komplett in die Hose geht. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei, muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss es ja erstmal testen. Ich muss ja erstmal gucken, ob das dann funktionieren kann. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ah, immerhin kommen wir mal zu einer Ecke. Das haben wir in der ganzen ersten Hälfte nicht geschafft. Scheiße, wenn der Pass ankommt. Hat er auch schön verkackt, den Pass. Hat mal gut. Na, natürlich kein Foul, klar. Nice luck. Ach, schade, aber es war halt auch ein schwieriger Pass. Nice luck. Ribéry hat sich leider verletzt.
Also ich würde sagen, es läuft besser in der Formation. Ein bisschen Glück. Das war einfach wieder mein Scheißpass von Origi. Abseits. Jetzt bekommen wir zumindest seine Pause und ich glaube, wir können Ribéry zumindest erstmal auswechseln. Origi hat eigentlich noch genug Power. Nehme alle. Janussi hat halt einfach richtig krass viel Ausdauer, deswegen nehme ich den mal. Ich glaube, der hat mehr Ausdauer als Alessandrini. Zuber würde sich natürlich gut auf der Position machen, weil er halt defensiv noch relativ stark ist. Schöner Schuss von Origi, schade. Ich habe mich nicht getraut, ins Langeck zu schießen. Hat er gedacht, dass er mit Bruma einfach über die Pace abhauen kann? Schöner Stellungsfehler beim Gegner. Wenn mir der Rang ist abgelaufen. Alu, warum? Aber ich sage ja, das funktioniert deutlich besser mit der Formation und 1-0 wäre jetzt gar nicht mehr so un. Verdient, muss ich sagen. Scheiße. Bekommt gar keinen Zugriff mehr. Sehr geil. Muss ich mir merken, auf jeden Fall in Zukunft eher aufs 4-1-2-1 zu wechseln. Wenn ich so ein Spiel habe wie das hier. So ein Lacker, ey. Unverdient, unverdient, unverdient. Kann er sich freuen, wie er will. Krass. Tja, wir machen halt nur einen Alu-Treffer. Er macht das Ding leider rein. Ich bekomme halt wieder dreimal den Spieler nicht, als er sich da durchkombiniert. Naja, was soll's. Ist halt ein sehr knappes Spiel. Ich denke trotzdem, ist es hier ein. Unverdiente Führung für den Gegner auf jeden Fall ist. Wenn ich das verliere, okay, ist es halt so. War auch ein guter Spieler, definitiv. Ich habe es ja schon am Anfang geahnt, als ich das Team gesehen habe. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Turner so eine Flanke gemacht habe, aber es ist jetzt egal, ich flank einfach rein.
Ich hatte ja schon vorher auf Schießen gedrückt, deswegen war der Schuss da noch drin. So, jetzt komm, jetzt wäre es mal ultra wichtig, hier ein Tor zu machen. Jetzt. Oh. Ja! Oh mein Gott, kein Abseits! Was für ein Traumtor von Werner! Was für ein Traumtor! Und es war, glaube ich, ein CPU-Tor. Ich habe nicht geschossen. Also nicht mit ihm zumindest. Soweit ich weiß. Was für ein Traumtor! Krass! Guckt's euch an, ey! Nice! 1-1. So was man verdient. So was man verdient. 90. Minute. Richtig geil. Sehr geil. Come on, jetzt gewinnen wir noch in der Verlängerung. Come on, Baby. So verdient, ey. Nice. Komm schon. Schade, abgefälscht und Ecke. Sehr gut. Come on, noch ein Tor nach einer Ecke. Come on, Baby. One time, please. Ich dachte, Süle macht endlich mal sein erstes, aber da habe ich mich geirrt. Genau richtig hingestellt mit Elianussi. Sehr gut. Was für ein schwacher Abschluss. Fuck! Oh, der Scheiß klappt doch noch, ey. Ja! 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 Alessandrini macht ihn wieder. Schöner Pass von Werner. Sehr geil. Come on, Baby. Noch eine Halbzeit überstehen. Come on. Wir machen noch eins. Es ist so verdient, ey. Sehr geil. Und dieses 4-1-2-1, so krass. Dass das wirklich so gut funktionieren kann. Ich habe wieder nicht den Spieler bekommen, den ich wollte. An keiner Stelle. Die ganze Zeit über. So nervig, ey. Wieder nicht. Es hat wieder von hinten bis vorne nicht das funktioniert, was ich machen wollte. Unglaublich. So, jetzt gib mir bitte den Spieler, den ich will. Danke. Was? Ich war mit Alessandrini durch. Ich hätte... Oh mein Gott, das Tor war leer. Habt ihr das gesehen? Was für ein Scheiß, ey. Danke, dass du da abfällst. Danke, 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 danke. Oh Gott. Was für ein spannendes Spiel schon wieder. Weg damit. Schade. Oh, zum Glück. Da war noch jemand dran.
Deckel drauf, Deckel drauf. Und ich glaube, es war Elio Nussi, oder? Erstes Spiel, macht direkt ein Tor. Deckel drauf, nice. Sehr, sehr nice. Schön, wie er nochmal vorbeigrätscht und Elio Nussi drüber springt und dann zack, machen wir es rein. Och, ich habe so ein krasses Grinsen schon wieder auf dem Gesicht. Ja! Nice! 90. Minute, das Ding dann nochmal spannend gemacht, die Verlängerung gerettet, dann Spiel gedreht, jetzt ist 3-1 und das sollte der Deckel sein. Sehr geil. Und absolut verdient, wir waren so ausgeglichen in der ersten Hälfte. Wir waren so ausgeglichen in der ersten Hälfte und jetzt ab der zweiten Hälfte der regulären Spielzeit. So verdient oder so viel besser gewesen. Okay. So viel besser gewesen als der Gegner und jetzt absolut verdient hier 3-1 und wahrscheinlich auch der verdiente Sieg. Ja, es war zwar ein Rückpass, aber egal. Jetzt fängt er noch ein bisschen an zu tricksen oder was? Und scheitert an Kimmich, sehr gut. Keine Wutgrätschen. Okay. Und Werner macht noch das 4-1. Sehr geil. Hat er sich so überschwänglich gefreut über sein 1-0. Und dann verliert er doch noch 4-1. Wow, was für ein Spiel wieder mal. Richtig geil. Oh, das ist auf jeden Fall die geilste Weekend League bisher in FIFA 18. Wobei, wer weiß, wie die noch ausgehen. Wenn jetzt jedes Spiel verliert, dann werde ich auch wieder kotzen. Aber bisher echt geil. Immer noch getunnelt. Sehr gut. Es gibt einen Kasten. Logischerweise ist es jetzt leichter, weil er total offensiv spielt, ne? Das ist mir auch klar. Aber ich denke mal, das 1-1, das 2-1, das war schon sehr gut. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was doch noch so klar ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Also, Tolisso, bester Mann, interessant. Hat schon Vorlagen gehabt. Tore, zweimal Werner, einmal Alessandrini, einmal Elionussi. Die Einwechselspieler haben auch beide 9,3. Sehr krass. Vorlagen, Alessandrini, klar, da macht wieder zwei Scorerpunkte, was sonst? Tolisso nur eine Vorlage, nur ein Scorerpunkt. Werner hat drei Scorerpunkte und trotzdem ist Tolisso besser bewertet. Was hat er denn noch so gemacht? Kein Schuss aufs Tor. Erfolgreiche Pässe. Ist er nicht der Beste? Da ist Bender der Beste mit 41 von 41. Und Bender hat nur eine 8,8. What? Das ist aber krass, ey. Dann abgenommene Dribblings ist Kimmich der Beste mit 24 von 25. Erfolgreiche Flanken, keine einzige Flanke gespielt, ach doch, Schmelzer eine. Gewonnene Zweikämpfe, auch Bender der Beste. Bender ist der Einzige, ach nee, und Alessandrini, die Zweikämpfe geführt haben. Paraden. Gegner 7. Ja, also keine Ahnung, ich weiß wieder nicht, warum Tolisso ihr bester Mann ist. Mit Werner 3 Scorerpunkte. Bender hat jeden einzelnen Pass an den Mann gebracht. 41 Stück, richtig krass, 100% Passgenauigkeit, what the fuck. So, dann machen wir wieder mal eine extra lange Folge. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht nochmal in die Verlängerung müssen. Ach, Ribéry hat sich schon wieder verletzt. Was hat er denn? Ich habe ihn noch ausgewechselt gehabt. Ah, Oberkörper, nur eine Partie. Damit können wir leben. Sieht es mit meinen Wechselspielern aus? Alessandrini hat noch 93. Ich glaube, da werde ich erst Fitnesskarten geben, wenn sie unter 90 fallen. Sollte eigentlich reichen mit 90 plus für einen Einwechselspieler. Und ich hoffe ja immer mal, dass ich ein Spiel dabei habe, wo ich so schnell, so krass führe, dass ich keine Einwechselspieler brauche. Na, hat er keinen Bock? Was haben wir denn da?
Ein Hybrid auf jeden Fall mit einem schnellen Sturm. Werner, Sané, Robben. Nur Birki im Tor, wahrscheinlich um die Verbindung zu Sokrates zu bekommen. Konzentrieren wir uns. Neues Spiel, neues Glück. Vielleicht klappt es ja in dem Spiel auch mal wieder mit unserer Stammformation. Das Gute an der Formation ist, dass die meisten, die nicht spielen, das heißt, die Gegner sind fast immer am Anfang nicht drauf eingestellt. Deswegen performe ich auch häufig am Anfang besser. Mach mal. So, wenn er mir es dann anbietet. Ja, meistens sind halt einfach nicht drauf eingestellt auf diese Formation, was mir entgegenkommt. Das hat er gut verteidigt. Schade, ich wollte mir auf Khedira zurückpassen. Das hat zum Glück gar nicht funktioniert, aber es ist ja auch der Trick, wo ich sage, da bringt eh meistens nichts. Scheiße. Glück gehabt. Stellungsfehler. Leider habe ich zu spät gerafft, dass er jetzt reingrätscht. Das wäre halt geil gewesen, wenn wir das antizipiert hätten. Come on! Ach, Torreira, ich dachte, der wäre lieber Anderson. Mach das Ding rein! Oh mein Gott, was für ein Lackertor! Was für ein Lackertor, Alter! Aber das war ja auch wirklich ein Krampf, ey! Meine Fresse! Mach das Ding rein! Krass! In solchen Situationen ist ja meistens so, dass es da nicht klappt, aber hier haben wir dann mit dem dritten Versuch es dann doch reingemacht. Guler am Außenverteidiger, why not? So, dann gehen wir auf Defensiv. Und sobald man dann das 1-0 hat, wird es dann ein bisschen einfacher, weil der Gegner offensiver spielt. Genau das wollte ich sagen. Robben hat leider einen beschissen guten linken Fuß. War nicht geil gemacht, unser Fehler. Wir hätten damit El Shaarawy den Ball wegbekommen müssen. Ach, bitter. Und hier mit Koulibaly auch Stellungsfehler, zu aggressiv draufgegangen. Sonst wäre der Scoop-Turn halt nicht gekommen. Schade. Hätte vielleicht versuchen sollen, auf Brozovic zu passen und nicht auf Icardi. Alter, der Pass war so nie geplant. Oh, zum Glück habe ich den Torhüter so zeitig rausgeholt, sonst wäre das im 1 gegen 1 oder vielleicht sogar 2 gegen 1 definitiv ein Treffer gewesen. Und so hat er
halt versucht zu lupfen und mein überragender Donnarumma. Scheiße. Hat es glücklicherweise geschafft, das zu antizipieren. Also er hatte so oft die Möglichkeiten, einen richtig geilen Pass zu spielen, und da hat es zum Glück nicht hinbekommen. Brozovic, du solltest eher abbrechen. Was ist denn hier hinten die ganze Zeit los? Ich gehe jetzt auf Defensiv. Also es ist immer 3 gegen 3. Ich habe 4 Abwehrspieler, hallo. Danke für den Stellungsfehler. Macht er leider gut und ich dumm. Ein bisschen Glück. Komplett alleine, krass. Oh, schön geklärt. Da haben wir Glück, dass nicht 2-1 steht. Hätte auf jeden Fall 2-1 stehen können. Scheiße. Aber sehr knapp. Macht zum Glück auch immer mal einen Passfehler. Oh, kriegt aber den Ball viel zu schnell wieder. Das war kein Foul. Billig der Schuss. Danke für den Stellungsfehler, aber dann hat er mich leider gefoult. Schade, gefällt mir nicht, wie sich das. Also ich habe zu viele Ballverluste auf jeden Fall. Liegt aber nicht an der Formation gerade. Wir müssen ein bisschen konzentrierter spielen. Ich würde sagen, wir sind besser als der Gegner. Ist halt echt immer ziemlich schnell krass am Ballführer dran. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Also er spielt ein ziemlich gutes Pressing. Krasser Abschluss von Icardi. Krasser Abschluss von Icardi. Schwerer, richtig schwerer Abschluss. Ach, getunnelt auch noch. Sehr geil. So, jetzt konzentrieren wir uns, dass wir nicht wieder diese scheiß Ballverluste im Mittelfeld die ganze Zeit haben. Nice luck. Nice luck. Jetzt mal raus mit dem Schrott hier. Boah, krasser Pass. Ist da ein Khedira zur Stelle? So, jetzt haben wir mal seine aggressive Spielweise schön ausgenutzt. Und dann muss ich ganz ehrlich zugeben, er hat ihn mit seinem Scheiß-Torhüter verwirrt. Leider.
Schwacher Pass. Das meine ich halt, er rennt so aggressiv drauf. Schade. Ich denke, es ist der Deckel. Krasses Tor auch wieder. Für den da ins lange Eck reinkriegen. Schön gespielt mit Anderson, würde ich sagen. Schön auch, dass der Pass ankommt. Und dann war der Gegner dran, der hätte tackeln müssen. Also wenn er eher getackelt hätte, hat sich wahrscheinlich nicht getraut zu tackeln. Wenn er eher getackelt hätte, hätte er wahrscheinlich den Ball sogar bekommen. Wird immer auf links ziehen mit Robben, weil er halt versucht mit seinem steigen Linken abzuschließen. Das ist halt sehr durchschaubar. Der Pass war dumm. Das war knapp. Weil die nochmal auf El-Sharawi spielen, war natürlich kein Foul, klar. Abseits. Und ich denke, wir hätten den Ball auch so gehabt, wenn es kein Abseits gewesen wäre. Schade. Das geht mir auf den Sack, dass der immer dieses ganze Mittelfeld überspielen kann mit irgendeinem Horrorpass. Also das heißt Horrorpass, mit irgendeinem langen Pass halt, weil niemand mehr da ist, der es festhält. Oh, wow, dein Berberspin hat mal funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Da gibt es dann einfach einen leckeren Abstoß. Na endlich. Hätte ich Strafe schießen müssen. Oder halt normal schießen. Tunnelt, nice. Ja, unser 1-0 war ja auch ein Slapstick-Tor, von daher... Oh, wenn ich den durchgesteckt bekomme, schade. Ah, das ist ein Spiel, wo ich nicht gewechselt habe, fällt mir gerade ein. Sehr gut. Konnten unsere Wechselspieler sich mal erholen und damit sind wir Gold 2, oder? Wenn ich mich recht entsinne, sind wir jetzt Gold 2.
Tore, Icardi, Brozovic, Gulam, Vorlagen, Brozovic und Anderson. Ich werde jetzt erstmal zu meinen Eltern essen gehen und dann werde ich die restlichen 7 Spiele spielen. Nice, Gold 2. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.